Willkommen Freunde zu einer neuen Folge von GTA 5. Ich habe euch ja vor zwei Folgen die Hulk-Mod gezeigt. Da läuft man als Hulk durch Los Santos und legt oder zerlegt die Stadt in Schutt und Asche und lässt keinen Stein auf dem anderen liegen. Und ich habe euch ja auch schon mal die Iron Man-Mod gezeigt. Da hat man verschiedene Anzüge, verschiedene Waffen, verschiedene Features und kann durch die Luft fliegen, alles kaputt machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine sehr coole Mod. Und ja, was wäre, wenn man einfach diese beiden Mods miteinander kombiniert? Wäre eine coole Idee? Ja, das ist eine coole Idee und das Ganze geht auch. Und zwar der Modder, der die Iron Man Mod gemacht hat, der hat auch die Hulk Mod gemacht und hat dann beides miteinander kombiniert. Das ist sehr cool. Man kann den Hulk hier spawnen lassen, so wie wir ihn gespielt haben mit den Superkräften, dass er extrem hoch springt, dass er super stark ist und so. Und uns können wir dann selber als Iron Man machen und dann gegen ihn kämpfen. Das ist aber nur ein Teil. Das werde ich euch auf jeden Fall heute zeigen. Das wird eine etwas kürzere Folge, weil ich einfach extrem lange gebraucht habe, um die ganzen Mods hier wieder zu installieren, weil ich habe auch die ganzen Iron Man Mods installiert. Die werde ich euch dann wahrscheinlich nochmal vorstellen, denn mittlerweile ist die Iron Man Mod auf Version... Ach, der hat gerade sein Dach zugemacht. Auf Version 1.41. Und da gibt es neue Features, unter anderem eine Ego-Sicht, neue Waffen, einen neuen Anzug und so weiter und so fort. Ich zeige euch das mal ganz kurz, aber das wird in der nächsten Folge dann genauer thematisiert. Heute geht es eigentlich erstmal um den Kampf gegen Hulk, wenn wir den überhaupt zu Gesicht bekommen. Das könnte ein sehr langer, ein sehr kurzer Kampf werden, ich weiß es nicht. So, ja, hier habt ihr die Hulk-Script-Mod und darunter Iron Man Version 1.4.1, wie ich ja schon meinte, beziehungsweise Iron Man 5 Version 1.4.1. So, wir wollen ja hier alles, auch richtig erzählen. Ja, hier die verschiedenen Anzüge. Das ist der normale Anzug. Hier, der Ranger-Anzug. Dazu können wir dann auch gerne nochmal den Helm anziehen. Und ich erzähle jetzt gar nicht mehr irgendwie was zu dem ganzen Interface, was alles hier neu ist und so. Das werde ich dann in der nächsten Folge erzählen. Das ist auf jeden Fall der Anzug. Der hat schon einige Kräfte. Zum Beispiel hat er hier Maschinengewehr, Raketen, Repulser, Beam-Gedöns, keine Ahnung. Und ja, das ist der Anzug, den werden wir uns natürlich dann nochmal genauer angucken. Dann gibt es natürlich den normalen Anzug, beziehungsweise den bekanntesten wahrscheinlich, den Mark 3, Version 2. Allerdings nicht von Giulio, sondern von einem anderen Modder. Habe ich mir einfach mal installiert, sollte eigentlich blau sein, ist aber leider nicht blau. Aber das ist meiner Meinung nach der coolste Anzug, damit kann man extrem viel machen. Wir haben auch halt dieses HUD haben wir jetzt hier drin. Das zeigt uns an, wenn wir, ja, mit einem roten Kreuz, dass wir halt jemanden im Visier haben. Und wir werden auch vom Anzug gewarnt, wenn die Polizei uns auf den Spuren oder uns, ja, verfolgt. Sehr cool. Dann gibt es den Mini-Hulkbuster. Der ist wahrscheinlich prädestiniert dafür, um den Hulk zu jagen. Deswegen wahrscheinlich Hulkbuster. Den gab es aber auch vorher schon. Der ist relativ groß. Er sieht so aus. Wir können natürlich auch die Perspektive so ein bisschen verändern. Und es gibt halt auch die Ego-Sicht, das sieht dann so aus. Auch sehr nice, hat allerdings ein paar Bugs manchmal. So, damit können wir zum Beispiel sogar Autos hochheben, wegschmeißen. Und ja, dann gibt es noch die War Machine, also die Kriegsmaschine. Auch von demselben Modder. Zeige ich euch mal ganz kurz. Da haben wir dann halt noch ein MG vorne drauf. Das können wir dann halt so steuern, das sieht mega cool aus. Das werde ich euch aber dann auch in der nächsten Folge erstmal zeigen. Und ja, ich würde sagen, mit dem Mark 3 kämpfen wir dann jetzt gegen Hulk. Das Ganze funktioniert so, indem wir jetzt hier wieder zurückgehen, SEGN, und dann gehen wir hier auf die Hulk-Mod. Und dann können wir sagen, dass der gespawnte Hulk dann dieses Modell hier haben soll. Das hat er, deswegen True. Und dann sagen wir Create a Hulk Enemy, also einen Feind, einen Hulk Feind, Gegner. Ihr habt es verstanden wahrscheinlich. So, klicken wir mal drauf. Und ihr seht, oder ihr hört besser, schon Explosion im Hintergrund. Und den müssen wir jetzt jagen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Oh oh. Es kann sein, dass wir nicht sehr lange überleben. Das wird wahrscheinlich auch keine sehr lange Folge, weil ich euch das einfach mal nur im Kern zeigen wollte. Dass es funktioniert, aber das kann man sich ja alles dann nochmal genauer angucken. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr cool. Wir sind nicht unsterblich, wenn die Rüstung, also rechts die Armor, komplett runter ist, die Armor, hört sich auch blöd an, dann geht's an die Energie und wenn die Energie ganz unten ist, dann sind wir tot. Umso schneller wir laufen, umso schneller werden wir dann tatsächlich auch. Das seht ihr. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Wir können natürlich auch fliegen, das geht dann so. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ihr hört schon die Schritte und die ganzen Explosionen. Da ist er gerade gesprungen. Wow. Ich hab's aber nicht ganz gesehen. Es ist leider dunkel. Nächstes Mal mache ich es dann hell, aber... Ah, wo ist er denn gerade hin? Ah, da rennt er gerade. Alert, we have incoming.
Okay, ich muss zum Maschinengewehr. Wo ist er hin? Da, da, da! Wow, oh, wow, wow, alter Schwede, das war ganz knapp gerade. Wo ist er? Ah, da, da unten ist er. Boah, Moment, ich muss wieder abhauen. Ja! Wow, was war das denn jetzt? Nein, aua, ah, Mist. Wow, 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 wow. Alter, der hat... Ich muss weg. Alter Schwede. Alter Schwede, wir sind fast kaputt. Okay, wir sind kaputt. Ich würde sagen, wow. Einmal müssen wir das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das war gerade so ein bisschen zu schnell eigentlich. Man hat gar nicht so viel gesehen. Es sieht so extrem cool aus, wenn er so extrem hoch springt und dann, ja, so eine Attacke, so eine Luftattacke macht. So ein Airstrike quasi. Das ist übrigens das Modell, worauf das Ganze mehr oder weniger basiert. Ja, cool, dann machen wir das jetzt nochmal. Und zwar, aha. Aber wir bleiben jetzt erstmal hierbei, weil ich will die anderen Anzüge gar nicht mehr so genau zeigen. Erstmal später in der nächsten Folge. Ja, man muss ja euch auch so ein bisschen heiß machen, ne, auf weitere Folgen. Ich bin voll fies heute. So, okay, jetzt ist es auch hell, das heißt, ihr seht mehr. Okay, Maschinengewehr ist ausgewählt, das lasse ich auch erstmal. Raketen mache ich dann nächstes Mal. Wow. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ihr hört es schon wieder. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Also wir halten wirklich nicht so viel aus. Wir können natürlich auch mal als Hulk gegen ihn kämpfen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, uns als Monster zu verkleiden. Also nicht als Hulk, sondern als anderes Monster. Und dann gegen Hulk zu kämpfen. Das ist auch eine coole Sache. Alert. We have incoming. Hä? Ach so. Ja, geil. Jetzt ist SWAT auch noch hinter uns her. Wir müssen uns eigentlich mal unsterblich machen. Wow, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wo ist er denn? Alter, da ist er gerade runter. Wow! Alter, wie krass ist das denn? Da ist er! Wow, okay, das war nicht so gut, das war nicht so gut. Ich versuche eigentlich ja noch. Okay, wir brauchen andere Waffen. Boah. Wow, der schmeißt gerade mit dem Auto. Nein, aufpassen. Wow, alter Schwede. Das war gerade krass. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Boah, das sah gerade extrem genial aus. Haben wir keine anderen Waffen? Wow, nein, 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 nein. Boah, wo hier? Okay, der ist tot. Wo ist er hin? Da. Wir haben ihn getroffen. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Wow. Wow. Aua, wow. Das war hart. Das war hart. Das war verdammt hart sogar. Boah, ich versuche gerade was, aber ich... Ich krieg das irgendwie hier nie hin. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, so war das mit der Steuerung. Wow, wir brennen. Wir brennen. Wir brennen. Wir brennen. Wo ist Hulk? Wow. Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wo ist Hulk? Wo ist Hulk? Wo ist Hulk? Okay, wir müssen erstmal anhalten. Warning. System error. Ja, Mist, ey. Ich krieg das mit der Steuerung noch nicht so ganz hin. Okay, ich werde es auf jeden Fall nochmal so ein bisschen üben. Das hat noch nicht so ganz gut funktioniert, aber ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gesehen, wie das funktionieren könnte. Also der Kampf. Vielleicht können wir auch gewinnen. Ich weiß nicht, wie viel er aushält, aber ich glaube, hier steht doch, dass er 5000. Genau, hier kann man doch dann die Energie eintragen, wie viel Gesundheit Hulk haben sollte. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dann mal mit einem anderen Anzug gegen ihn kämpfen, der noch ein bisschen stärker ist. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, weil ich die Steuerung wieder ein bisschen verpasst habe. Das tut mir leid, der Typ lebt immer noch. Wow. Der Typ lebt auf jeden Fall immer noch.
Und, aber es kann auch sein, dass ich nächste Folge erst nochmal kurz eine neue Map, beziehungsweise eine neue Villa zeige oder nochmal Tuning, aber Hulk-Folgen werden auf jeden Fall immer kommen. Und, wow, ich bin schon wieder tot. Und, vielleicht werden wir dann auch mal als Monster gegen Hulk kämpfen oder als Hulk gegen Monster oder wie auch immer. Da haben wir viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr diese Mod findet. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielleicht mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ich muss auch mal kurz Werbung an dieser Stelle machen. Ich würde gerne diese Woche noch die 10.000 Follower bei Twitter schaffen. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, nicht du, da werde ich ganz grün. Nein, einfach mal mir dann folgen, wenn ihr gerne wissen wollt, was ich sonst immer so mache, alles mitbekommen wollt, so Infos, Science of Gaming. Wenn irgendein Spiel oder ein Let's Play gerade später kommt oder wenn irgendwas ist. Wow. Dann einfach mal bei Twitter mir folgen. Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung und dann auf jeden Fall jetzt hier, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dann. Ciao, ciao.